So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal hier und heute nach einer langen Pause wieder einmal ein Hunter x Hunter Video. Die 10 neuen Kapitel sind nun alle veröffentlicht worden und nun gibt es wie immer eine Pause. Wobei es dieses Mal gute Nachrichten gibt, denn Hunter x Hunter wird ab sofort nicht mehr in der Weekly Shonen Jump laufen, sondern wird in einem anderen Format fortgesetzt. Das heißt, in Zukunft werden wir Hunter x Hunter nicht mehr wöchentlich bekommen mit gefühlt 3 Jahren Pause, sondern entweder monatlich oder halt auf eine andere Art und Weise. Weitere Details haben wir noch nicht bekommen, aber die Nachricht, die für uns am wichtigsten sein sollte, Hunter x Hunter ist nicht weg, Leute. Es ist jetzt wieder komplett da. Togashi kommuniziert mit seinen Fans und wir werden endlich eingebunden in allem, was mit Hunter x Hunter geschehen wird. Falls es wieder Infos geben wird, werde ich euch natürlich informieren. Tut mir außerdem leid, dass so lange kein Video mehr kam. Ich war die letzte Zeit echt beschäftigt und habe meinen Fokus eher auf die Haikyuu-Videos gesetzt. Aus diesem Grund gibt es heute die Review zu dem letzten Kapitel vor der Pause, nämlich Kapitel 400. Wenn euch das Ganze gefällt, wisst ihr, wie immer könnt ihr dem Video gerne eine gute Bewertung dalassen, ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Schreibt in die Kommentare, wie fandet ihr das Kapitel? Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. So, das Kapitel beginnt mit Phaeton und Finks. Die versuchen, den Transmitter, den Hinray versteckt hat, ausfindig zu machen. Sie wissen, dass er nur 200 Meter entfernt ist, aber ob 2 Meter nach oben oder nach unten ist nicht angezeigt. Sie entscheiden sich, nach unten in Richtung Tier 4 zu gehen und dann zu gucken, ob sie sich weiter entfernen oder näher kommen. Phaeton fragt Finks, ob es nicht schlauer wäre, sein N zu benutzen. Finks sagt aber, dass er kein so guter N-Nutzer ist und es unterbrochen wird, sobald jemand redet oder er halt redet bzw. sich bewegt. Sie treffen Nobunaga und sind verwundert, warum er so schnell wieder zurück ist, denn er war nur 10 Minuten weg, was Nobunaga verwunderte. Hinray ist währenddessen beschäftigt, die Fähigkeiten der Hailee-Mitglieder zu knacken. Was sehr witzig ist, ist, dass die Crew selber realisiert, dass der ganze Hailee-Kram hier for real nur eine Sidequest ist, um Zeit vergehen zu lassen, bis sie Hisoka finden. Sie entscheiden sich, Franklin noch ranzuholen, da sie die Hailee-Familie unterschätzt haben. Sie sind trotzdem verwirrt, wie diese random Typen alle in der Lage sind, Nen zu beherrschen. Wir springen damit endlich wieder zum Thronfolgekrieg, wo wir Prinz 6 zu sehen bekommen. Tyson, mein absoluter Lieblingscharakter. Sie gibt ihren Untergebenen neue Identitäten und nennt das quasi Wiedergeburt. Wie wir wissen, ist Izunami, der Trainer von Kurapika, als Bodyguard bei Tyson tätig und schließt, dass Tyson Liebesbibel mit ihrem Nen-Beast zusammenhängt und dies der Schlüssel sein könnte, den Thronfolgekrieg zu gewinnen bzw. zu beenden. Denn sie hat ihre Untergebenen an den Eiern. Izunami realisiert, dass wenn Tyson ihre Bibel dem Kakenkönig gibt, er vielleicht durch die Manipulation den Thronfolgekrieg beenden könne. Izunami konfrontiert Tyson damit und sie sagt, dass sie ihre Bibel den anderen Prinzen schon gegeben hat, jedoch hat keiner von denen reingeguckt. Was den König betrifft, müsse sie die Bibel erstmal an die Mutter weiterleiten, denn keiner darf Kontakt zum König aufnehmen. Was wir auch noch erfahren, ist, dass Tyson eigentlich nicht vorhat, diesen Thronfolgekrieg zu streichen, weil sie selber von der Idee überzeugt ist. Sie möchte gewinnen und diese ganze Tradition auch mit ihren Erben durchziehen. Also ganz verrückt, diese Frau. Ich schwöre, ich versuche diese Frau irgendwie zu verstehen, in irgendeiner Art und Weise, was sie macht, wie sie es macht, aber nee, egal. Sie soll mal bald sterben, wirklich. Ich will sie nicht mehr im Geschehen haben. Wir springen zum nächsten Plot, der verwirrender und komplizierter nicht sein kann. For real, mein Kopf wurde während dieses Chapters einfach auseinandergenommen. Ich versuch's euch so simpel wie möglich zu erklären. Also, wir springen zu Melody und Kacho. Kacho ist ja schon gestorben, doch ihre Nennfähigkeit erlaubt es ihr, als Beschützerin an der Seite ihrer Zwillingsschwester zu stehen. Was nun auch Melody bewusst ist, sie macht sich selber Vorwürfe, jedoch sieht man, wie Kacho sie wie in alten Zeiten anschreit. Sie wollen ihren Tod geheim halten. Melody, Kacho und der Minister der Gerechtigkeit setzen sich zusammen, um einige Sachen durchzugehen. Melody wurde angefragt von 5 verschiedenen Prinzen, um sich zu treffen und ein Konzert zu geben. Es wird vorgeschlagen, beim Konzert von Melody, wenn die Prinzen ihr Bewusstsein verlieren, die Prinzen zu vergiften. Der Minister enthüllt dann auch, dass er einen Crush auf Melody hat, wegen dem letzten Konzert und offenbar aufgeregt zu sein scheint. Doch Melody merkt, dass sein Herz genauso ruhig ist wie davor. Der Minister könnte ein Spion sein, oder ein Manipulator. Vielleicht ist er sogar ein Untergebener eines anderen Prinzen und versucht durch Melody die anderen 5 Prinzen auszuschalten.
Kacho geht in das Zimmer ihrer Schwester und schaut unter ihrer Bettdecke, wo eine Tür ist. Kacho ist beunruhigt, wo Fugetsu hingegangen sein könnte. Plötzlich erscheint sie und Kacho ist geschockt über ihre Gestalt. Ihre Augen haben keinen Ausdruck mehr. Fugetsu erzählt, dass ihre Fähigkeit viel besser geworden ist. Sie kann ihre Fähigkeit mittlerweile mehr als einmal einsetzen und das auch ohne die Hilfe von Kacho. Kacho fragt ihre Schwester, ob wirklich alles okay ist. Fugetsu hält ihren Arm und sagt mit einem verstörenden Blick, dass sie weiß, dass ihre Schwester immer auf sie aufgepasst hat und dass sie nun dran sei. Dieser Gesichtsausdruck von Fugetsu mit tränenden Augen bringt mich zum Gedanken, dass Fugetsu innerlich weiß, dass Kacho gestorben ist und das nur eine Puppe quasi ist. Kacho berichtet Melody von Fugetsus Zustand. Der Minister organisiert das Treffen der Prinzen so, dass sich Melody den Zustand von ihr auch ansehen kann, während sie sich kurz gegenüberstehen. Nun stehen sich Melody und Fugetsu gegenüber und Melody ist geschockt, als sie ihr verstörendes Lächeln und Geräusche von ihr hört. Ein Panel später sehen wir Fugetsu, die von dunklen Kreaturen umhüllt ist. Sie ist nahezu komplett besessen. Und for real, das sieht gar nicht gesund aus. Also wenn man ihr jetzt nicht helfen kann, dann wird sie höchstwahrscheinlich auch bald sterben. Melody trifft sich mit dem ersten Prinzen und ist geschockt, dass Zhang Li persönlich aufgetaucht ist, um mit ihr zu reden. Er bedankt sich für das Konzert, welches sie vor einem Tag gegeben hat. Er hat zwei Bitten. Die erste wäre eine weitere Aufführung und die zweite, dass sie eine Münze von ihm bekommen soll. Diese Münze gehört zu seinem Nen-Biest, wobei Zhang Li selber keinen Schimmer hat, was es kann und vermutet, dass sich die Fähigkeit entpuppt, sobald er den Thronfolgekrieg gewinnt. Als nächstes trifft sich Melody mit einem Bodyguard von Prinz 4, Zeritnik. Dieser möchte auch gerne Melody live hören, jedoch darf Melody die Entscheidung nicht selbst treffen, da es so in ihrem Vertrag steht. Der Bodyguard ändert die Frage um und fragt, ob sie Lust hätte, ein Konzert zu geben. Daraufhin antwortet Melody, dass sie gerne überall aufführen würde, mit den angemessenen Bedingungen. Melody fragt nach einer Verhandlung, was den Bodyguard verwirrt. Sie verschieben die Verhandlung auf später, meint er. Melody ist sich nun sicher, dass hinter Fugetsus Zustand der vierte und dritte Prinz nicht stecken, da als sie das Thema Verhandlung angesprochen hat, der Herzschlag gleich geblieben ist. Sie bespricht mit dem Minister die aktuelle Lage und dass sie die Prinzen noch nicht vergiften können, solange sie nicht wissen, wer für Fugetsus Zustand verantwortlich ist. Melody sagt dem Minister, dass sie unbedingt die Informationen an Kurapika weiterleiten sollen, weil er die einzige Person ist, dem sie richtig vertraut. So, und nun sehen wir zum ersten Mal nach fünf Jahren, Kurapika. Wir sehen Kurapika. Das letzte Panel ist Kurapika. Und damit enden auch die 10 Kapitel. Also, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Man wartet 3 Jahre, bis endlich Kurapika wieder zu sehen ist. Und dann ist es so, das letzte Panel da und müssen wir jetzt wieder 5 Jahre warten. Nee, natürlich warten wir nicht 5 Jahre, denn Hunter x Hunter geht jetzt bestimmt wieder regelmäßiger weiter. Und ja, was wir sehen, Kurapika geht ein Bündnis mit Prinz 5 Tubepa ein. Und das ist eine Sache interessant, denn zu Tubepa haben wir zum Beispiel so gut wie gar nichts mitbekommen. Und darum ist es jetzt interessant, dass es Tubepa geworden ist. Und auch echt cool, dass es Tubepa geworden ist, muss ich erstmal by the way sagen. Denn wir wollen ja natürlich alle Prinzen behandelt jetzt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit Kurapika und dem Bündnis und natürlich mit Melody und so. Das werden wir leider erst erfahren, wenn es, ja, in, keine Ahnung wann, weitergeht. Ich hoffe, wir bleiben jetzt beim Thronfolgekrieg. Ich habe schon genug Mafia bekommen. Also, Lust hätte ich auf jeden Fall. Also, auf Hisoka-Action, darauf habe ich Bock. Aber jetzt, ich brauche eine Pause von Hinrai und den ganzen anderen Leuten. Darum Thronfolgekrieg, das kommt jetzt wirklich gelegentlich. Und mega geil, geiles Kapitel. Kam leider schon vor einem Monat raus. Ich hatte keine Zeit, oder wobei, ich hätte Zeit gehabt, aber ich habe halt Prioritäten gesetzt. Und nun habe ich jetzt die Review gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne eine gute Bewertung da, ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Kapitel fandet. Ich fand's einfach geil. Also bis jetzt for real. Alle 10 Chapter. Ich werde die natürlich noch in einem Video durchgehen und auch mal bewerten. Ich finde jedes Chapter einfach gut. Jedes Chapter war wirklich mindestens eine 8 von 10. Oder ja, ein Chapter war bestimmt mal 6 oder so. Aber ja, gucken wir mal, wenn wir das noch genauer durchgehen. Aber ja, das soll es vom Video gewesen sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.